Während also Deutschland und die EU zögern, verhängen die USA jetzt einen Importstopp für russisches Öl. Es fällt ihnen natürlich auch leichter, weil der russische Anteil am US-Ölmarkt geringer ist. Aber die symbolische Wirkung, die ist da. Russland bezahlt mit seinen Einnahmen aus dem Gas- und Ölgeschäft den Krieg in der Ukraine. Vor der Invasion in der Ukraine machten Öl und Gas mehr als ein Drittel der russischen Staatseinnahmen aus. Die russischen Exporte wurden seitdem noch lukrativer, weil die Preise weltweit gestiegen sind. Aus der Ukraine kommen dramatische Nachrichten. Wir wollen aber zunächst einmal jetzt zu meinem Kollegen Elmar Thewissen schalten nach Washington, der auch unter dem Eindruck der Rede von Joe Biden steht, die wir ja gerade alle gemeinsam live miterlebt haben. Präsident Biden hat sich zu diesem Schritt durchgerungen, obwohl er den Amerikanern vor kurzem versprochen hat, die Preise für sie möglichst niedrig zu halten. Was bedeutet denn der Ausstieg jetzt für den US-Markt konkret? Also zunächst einmal ist das natürlich ein sehr wichtiges Signal, weil man klar macht, man hat das Ende noch nicht erreicht, was Sanktionen angeht, und man will diesen Druck eben auf Wladimir Putin erhöhen. Präsident Biden steht allerdings, das muss man sagen, auch unter großem Druck hier im eigenen Land, weil Abgeordnete beider Parteien im Kongress im Laufe dieser Woche wohl ein Gesetz mit solch einem Importstopp tatsächlich verabschiedet hätten. Dann hätte er vor der Frage gestanden, ob er es unterzeichnet. Dem ist er zuvorgekommen. Tatsächlich importiert die USA etwa 3% ihres Öls aus Russland, 8% an Ölprodukten. Insofern tut das der amerikanischen Wirtschaft bei weitem nicht so weh, wie es sicherlich den Europäern wehtun wird. Aber auch für die USA würde das bedeuten, dieses Signal, dass die Ölpreise weiter steigen, damit auch die Benzinpreise im Land. Das will der Präsident natürlich abfedern. Man hat Gespräche geführt in den letzten Tagen mit autoritären Regimen, sage ich einfach mal salopp, zum Beispiel in Venezuela, zum Beispiel auch in Saudi-Arabien. Und Venezuela ist in der Tat bereit, das eigentlich ja an der Seite Russlands stand in den letzten Wochen, die Ölproduktion ein Stück weit hochzufahren. Die Amerikaner würden vielleicht das Ölembargo dann aufheben, um auf diese Weise den Druck auf den Weltmarkt ein Stück abzufedern. Und ich glaube, man muss auch noch mal sagen, der Ölpreis oder der Benzinpreis besser gesagt hier in Amerika in den Zapfsäulen ist nach wie vor trotz der Preisexplosion der letzten Tage immer noch für einen Liter unter einen Euro, wenn man das einmal umrechnet. Also der Präsident will ein klares Signal senden. Sein Problem ist, dass nicht alle gleichzeitig mitmachen können in Europa. Er hat ja vorhin klar gesagt, viele europäische Partner werden nicht in der Lage sein zu folgen. Großbritannien vielleicht noch am ehesten, da wird Boris Johnson heute noch eine entsprechende Bekanntmachung machen. Aber das Wichtigste sei, man habe alles, so sagt Biden, abgestimmt mit den Bündnispartnern und gemeinsam, einig, in Geschlossenheit, wolle man den Druck auf Putin und seine Kriegsmaschinerie erhöhen. Nun hat Biden es ja nun gerade erst gesagt, aber es deutete sich ja schon vorher an, in welche Richtung es geht. Wie sind denn die ersten Reaktionen in der Bevölkerung? Also wir haben in den letzten Tagen das als Hauptdiskussionsthema in der Bevölkerung natürlich gehabt. Es gibt eine Inflation in den USA von rund 7%. Die Preise an den Zapfsäulen sind massiv in die Höhe geschossen. Darüber sind die meisten Amerikaner natürlich überhaupt nicht erfreut. Aber interessanterweise, bei den vielen Berichten, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, sind doch eine Menge Menschen dabei, die auch unter dem Eindruck der Geschehnisse in der Ukraine stehen und die sagen, wenn es hilft, dann sind wir bereit, eben auch noch einige Cent mehr zu zahlen für unser Benzin. Und der Präsident hätte hier noch ein Werkzeug zur Verfügung, um das Ganze etwas abzufedern. Es gibt eine Bundessteuer auf Benzin hier in den USA, die macht etwa 18 Cent aus. Also diese könnte er aussetzen für eine Weile und auf diese Weise die Folgen dieses Ölembargos tatsächlich etwas abmildern. Nun hat Biden ja gerade moralisch argumentiert. Sie haben es eben angedeutet, Großbritannien zieht wohl nach. Hat Biden damit jetzt auch die EU unter Druck gesetzt, auch diese Entscheidung zu fällen? Also es ist natürlich, sagt das Weiße Haus, nicht die Absicht, die EU unter Druck zu setzen. Aber angesichts der Ereignisse war es notwendig, diesen Schritt zu gehen. So begründet man das. Und man weiß, dass die Europäer sich da schwerer tun. Allen voran natürlich Deutschland. Europa bekommt ja 60% seiner Energielieferungen tatsächlich aus Russland, Öl und Gas. Und insofern hat man offenbar bei Telefonaten in den letzten Tagen miteinander abgestimmt,
dass Amerika und zum Teil auch Großbritannien den ersten Schritt gehen werden, dass die Europäer, das ist ja auch heute bekannt geworden, ein Konzept vorlegen, wie sie bis zum Jahresende einen Großteil dieser Lieferungen tatsächlich einstellen können. Und die USA wollen ihren Verbündeten natürlich helfen, nicht nur indem sie Gespräche führen mit anderen Nationen, unter anderem übrigens auch mit Saudi-Arabien, um die Ölproduktion noch einmal auszubauen und dann eben das auszugleichen, was verloren geht, sondern die USA selber wollen auch Gas nach Europa liefern, werden auch dafür sorgen, dass die entsprechende Technologie nach Europa, auch nach Deutschland kommt. Alles in der Hoffnung, die Wirkung abzumildern und rechtzeitig vor dem nächsten Winter in der Lage zu sein, einen zumindest Gutteil der Energie, des Energiebedarfs in Europa dann tatsächlich mit gemeinsamen Kräften abzufedern. Ich würde zum Schluss gerne noch einmal kurz auf die Versorgungssicherheit zurückkommen. Sie haben vorhin Venezuela genannt, Sie haben eben Saudi-Arabien genannt, Sie haben Fortschritte in der Technologie genannt, Sie haben gesagt, natürlich die USA sind selbst Öllieferant. Wen gäbe es noch? Welche Möglichkeiten sind denn, sage ich mal, im politischen Spektrum noch möglich? Es war in den letzten Tagen die Rede davon, Iran zum Beispiel wäre denkbar. Wie sehen Sie das? Absolut. Tatsächlich führt man Gespräche mit Iran. Man ist ja in Verhandlungen über eine Erneuerung des Atomdeals. Das würde beinhalten, dass man danach, wenn man sich einig wird, eben die Ölsanktionen auch aufheben kann gegen den Iran. Und da schießt Russland quer. Russland fordert, dass, wenn es zu einem Deal kommt, dann Russland auch Geschäfte mit dem Iran machen kann, unabhängig von den Sanktionen, die ja verhängt worden sind im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Das wiederum wollen weder die Europäer noch die Amerikaner mitmachen. Das ist ein großer Streitpunkt. Insofern ist ein riesiges Fragezeichen dahinter, ob man zu einer Einigung in den nächsten Tagen findet. Wenn man einen Deal hätte, dann würde das bedeuten, dass tatsächlich auch Öl aus dem Iran geliefert werden könnte in die USA und anderswohin. Und das zeigt im Grunde genommen, dass man moralische Bedenken hinten anstellt in der Einigkeit gegenüber Wladimir Putin und den Kriegsverbrechen, die man in der Tat ja täglich aus der Ukraine zu sehen bekommt. Elmar Thewissen, vielen Dank für diese Einschätzungen aus Washington.